Stein kann man was ganz Nützliches machen. Nämlich Genau. Das klein gehackte Holz nehmen. Ah, da unten. Dann noch ein Feuerstein. Und das Ganze wollen wir platzieren. Aber egal, so, wir wollen jetzt auf jeden Fall in den Schrein. So, Leute, wir sind wieder raus aus dem Schrein. Ich könnte jetzt natürlich diese Felsbrocken da vor mir mit meinem Modul aufsprengen, aber das habe ich gar nicht vor, denn ich hau hier hinten rum ab, weil ich weiß, dass dahinter den Stein eine Gefahr auf mich lauert. Drum hauen wir jetzt hier ab. Ui. Ja, okay, genau von so einer Gefahr habe ich nämlich gesprochen. Die wartet da nämlich hinter den Steinen auch auf mich. Oh, ich muss aufpassen. Nicht, dass ich hier runterfall. Und der wollte ich eigentlich aus dem Weg gehen. Und jetzt bin ich der hier voll auf den Leim gegangen. Verdammte Axt, schnell weg hier. Boah, meine Fresse. Das ging gerade noch mal gut. So, ganz schnell weg hier. So, warte. Ich weiß, dass hier irgendwo auf den Mauerruinen auch noch ein Krog versteckt ist. Ich weiß aber gerade jetzt nicht auswendig, wo genau. Deswegen kümmern wir uns jetzt um den gerade mal nicht. Ich gucke jetzt lieber mal, dass ich von diesen Ruinen wegkomme. Und dann wollen wir da hinten in die Ecke, möchte ich nämlich heute mit euch hin. Außerdem wollte ich ja noch wieder ein paar Amiibos mit euch öffnen. Ich glaube, hier ist eine ganz gute Fläche für diese Aktion. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch den gleich mal einsetzen. Ich stelle mal hier auf Amiibos. Und dann öffnen wir mal diese Amiibos heute. Und gucken mal, was wir da rauskriegen. Vielleicht kriegen wir diesmal doch mal eine Waffe. Ja, Waffen haben wir ja letztes Mal schon gekriegt. Aber vielleicht auch mal einen Rüstungsgegenstand. Hallo? Ah, geht doch. Ich wollte schon sagen. Oh, wartet mal. Die Dinger kann ich doch eigentlich auch mit einer Bombe aufspringen, oder? Erstmal öffne ich die Kiste, bevor die Kiste nachher mit der Bombe wegfliegt. Frostete Hellball. Nö, dafür muss ich die Tasche jetzt nicht leeren. Das Ding lasse ich da drin. Will ich gar nicht haben. So, dann will ich aber mal gucken, was in diesen Metallbrocken drin ist. Wir switchen mal kurz um auf Bombenmodul. Wir nehmen das Eckige, das kann ich hier so schön platzieren. Nimm ein bisschen Abstand und boom! Und da fliegt alles durch die Gegend. So, das war das mit dem antiken Wächter nämlich drauf, der Amiibo. Wie ihr seht, da sammeln wir auch wieder antike Teile ein, außerdem ein paar Federn. Ein Feuerstein haben wir dabei, wieder ein paar Sachen zum Verkaufen. Aber die antiken Sachen sollten wir definitiv aufbewahren. Die brauchen wir nämlich später auf jeden Fall nochmal. So, gehen wir wieder zurück auf Amiibos. Dann wird jetzt der nächste geöffnet. Ziehe ich da was Tolles raus? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Spiel sogar verhindert, dass ich jetzt schon die tollen Sachen kriege. Weil ich halt noch auf dem Anfängerplateau bin. Oder auf dem vergessenen Plateau, wie es ja eigentlich heißt. Ah, Reiseschild. Okay, ich habe endlich noch ein neues, vernünftiges Schild. Warum wird mir jetzt angezeigt, wie ich das Schild einsetzen kann? Ich habe doch schon so ein Boblin-Schild auf dem Rücken. Ich werde auch erstmal das Schild, was ich auf dem Rücken habe, noch weiter drin behalten. Ich werde noch gar nicht weiter andere Schilder einsetzen, weil die sind halt doch schon etwas besser als das hier und ich möchte das erstmal aufbrauchen. So, und wieder klappt der Amiibo nicht auf Anhieb, so wie ich möchte. Wieso geht das da nicht? Hallo? Mann! Los, komm schon! Kiste, fall aus dem Himmel! Kann doch nicht wahr sein. So, nach gefühlten 3 Stunden hat es jetzt endlich geklappt. So, ich muss. Oh. Ich mach mein Schwert erstmal kaputt mit dem. Indem ich da gegen die blöden Kisten haue. Ich brauche was Härteres dafür. Eine Axt ist nämlich sehr gut dafür. Das sind ja mehr Holzkisten. Boom. So. Ich sammle erstmal alle Pfeile ein. Dann mache ich das noch kaputt. Oh, da war eine Echse drin. So, Pfeile habe ich jetzt schon mal eine ganze Menge. Ich glaube, einen Bogen soll ich demnächst. Oh, schon wieder ein Reiseschild. Aber das hat anscheinend Haltbarkeit drauf, so wie es aussah. So. Öffnen wir noch ein Amiibo. Hatte ich jetzt noch einen auf meiner Liste? Ich glaube nicht, ne? Doch, da. Hatte ich doch noch einen auf meinem Stapel. Den hatte ich nämlich noch nicht. Gut. So.
Die Fässer kann ich auch irgendwie mit der Axt kaputt machen, glaube ich, ne? Bäm. Kann ich auch noch gut Sachen rausholen, wie der Äpfel. Oh, oh. Dann noch ein paar Pfeile und mal gucken, was hier in der Kiste ist. Oh, Eispfeile. Ja, die sind auch ganz nett. Ja, darüber kann ich denn die Pfeile auch wechseln, wenn ich denn mal möchte. Über die Schnellauswahl, wartet, ich will... Oh, die Schilder sind schon mal gar nicht so schlecht. Die haben beide Haltbarkeit drauf. Die Boblins da hinten, umgehe ich die so? Oder gehe ich da rein und mache die platt? Nee, ich glaube, ich gehe hier rüber. Da hinten müsste irgendwo das Haus vom alten Mann sein. Das müsste irgendwo hier hinten sein. Nee, da will ich nicht hin. Oh, ein Frosch. Der hüpft erstmal weg. Ja. Kommt nochmal, wo ist denn jetzt die olle Bude? Ist hier hinter diesem großen Stein da? Oder war die doch weiter links? Ah, nee, da oben ist sie. Ich sehe sie. So, da werden wir uns jetzt erstmal hinbegeben. Denn, wie ich ja gesagt habe, ich wollte in diesem Part jetzt mit euch nämlich erstmal auch noch das Kochen lernen. Und ich glaube, um das überhaupt erstmal richtig lernen zu können, muss ich jetzt erstmal hier rein. Da haben wir ein paar Chilis. Und da haben wir noch einen gerösteten Apfel. Lecker, lecker. Oh, den Pilz nehmen wir auch noch mit. Ein Ausdauerling. Ja, wenn man den in ein Gericht mit reinmacht, ist das immer ganz praktisch. Damit kann man nicht nur seine Herzen, sondern auch die Ausdauer wieder auffüllen. Wir wollen mal das Tagebuch lesen. Ist zwar eigentlich unhöflich. Auf diesem Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Aha. Heute ist mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Okay, solange man sie vorher verzehrt. Und wenn ich das schaffe, das Rezept dafür rauszufinden, dann kriege ich den Winterwams. Leider habe ich das Rezept nicht aufgeschrieben. Er weiß nur, dass man zwei wilde Chilis, Wild und Chilis dafür braucht. Und die letzte Zutat weiß er nicht mehr. Er weiß, es war weder Pilz noch Pflanze. Oder Geflügel. Ja, daher müssen wir jetzt überlegen, was könnte das sein? Das Blöde ist, ich würde den Teller gerne hinkriegen. Denn ich hätte gerne das Winterwams. Dann hätte ich es nämlich viel einfacher, den einen Schrein dazu erreichen. Okay. Dabei würde ich für einen Hinweis zu der fehlenden Zutat sogar meinen Winterwams hergeben. Genau, das ist nämlich die... das würden wir nämlich kriegen, wenn wir jetzt das Rezept lösen würden. Die Frage ist jetzt so, ob wir das denn heute schaffen, ob ich durch Zufall vielleicht weiß, wie, was ich dafür brauche. Also, es darf kein Pilz sein, es darf kein Geflügel sein und es darf kein irgendwie keine Pflanze, kein Kraut sein. Aber da ist erstmal wieder unser alter Freund. Hohoho, so sieht man sich wieder. Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben. Ja, aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Aha. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Okay. Das da ist nicht meine Axt, die du da bei dir trägst. Weiß ich nicht, doch, habe ich mir mal ausgeliehen. Du kannst sie gerne behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft, ich muss mich eine Weile ausruhen. Ja, okay, ist okay, ich mach den Baum mal hier platt, ne? Leg dich mal eine Runde zur Ruhe. Der gute Link tut den Rest dazu. Aber ich wollte mir auch noch das Lager da unten angucken. Und zwar, ich habe keine Lust, gleich entdeckt zu werden. Deswegen, wir versuchen mal sehen, schaffe ich noch einen Headshot? Bäm. Ja, wenn man Kopftreffer macht, dann macht man gleich doppelten Schaden. Treffe ich die Jungs von hier auch? Sieht ein bisschen schlecht aus, ne? Gehe ich denn einfach mal rein? Oh. Ich. Bäm. So, okay. Der Treffer war nicht so gut, dann gehe ich lieber mit meinem Schwert rein. Zack, den ersten habe ich platt gemacht.
Zack, zack, zack. Den zweiten habe ich auch platt gemacht. Und ach du, da hinten willst du mich mit dem Pfeil beschießen, ne? Das hat bis jetzt auch nicht so gut geklappt. Werde ich dir auch nicht gönnen. Ich mach dich einfach mal weg. So. Und damit haben wir eine Monsterkiste freigeschaltet. Die können wir uns jetzt nämlich holen. Die kriegen wir immer dann, wenn... Ja, wenn wir so ein Monsterlager hops nehmen. Also mal so ein bisschen aufmischen. So, ich sammle hier noch ein bisschen Essenszutaten ein, weil ich wollte... Oh. Reiseschwert zerbricht gleich. Nein. Warum bin ich auch so dumm? Man haut doch nicht mit dem Reiseschwert auf das Holz ein. Das ist dümmer, als die Polizei erlaubt. So, ich schieße jetzt mal den Honig darunter. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr schöne Zutat. Für den Chili-Teller, den er da meinte, der heiße Grillteller, könnte das vielleicht Honig gewesen sein, was er als Zutat dafür braucht? Natürlich könnte es auch Apfel gewesen sein. Aber Honig wäre ja eine schön seltene Zutat. So, ich hole mir jetzt erstmal die Kiste da oben. Mal sehen, was da drin ist. Tadam. Ein Wurfspeer. Will ich den haben? Nö, so berauschend finde ich den jetzt nicht. Ups. Genau das passiert, wenn man... Die Boblin-Keulen kann man gut benutzen. So als... sag schnell. Als Feuerwaffe, damit macht man denn auch Feuerschaden, indem man sie anzündet. Nachteil ist, sie halten nicht sehr lange. Sie verbrennen nämlich. Also von daher, so als kleinen Schadensbonus, wenn man die Keule eh nicht lange behalten will, ist das ganz gut, aber nicht wirklich dauerhaft empfehlenswert. Gut, man kann sie wieder löschen, indem man sie wegpackt. Oh, Bombenpfeil habe ich jetzt auch schon. Wow. Joa, den habe ich jetzt nicht. Nur das Bombenmodul. Oh, oh, es wird Nacht, stelle ich gerade fest. Ich sollte mich mal hier schleunigst verkrümeln, bevor diese ganzen Skelettviecher wieder auftauchen. Und begebe mich jetzt mal zum alten Mann. Ich denke, der sollte langsam mal an seinem Platz sein. Wie lange braucht der denn das kleine Stück zu laufen? Also wirklich. Und ja, dann unterhalte ich mich gleich nochmal mit ihm. Und ich glaube, dann kann ich mit ihm auch das Kochen jetzt lernen. Und dann wollen wir gleich mal probieren, ein paar Sachen zu kredenzen. So, guter Mann, sitzt du ja. Was ist? Was machst du da? Ich bin ein wenig erschöpft. Erstmal eine Pause am Lagerfeuer. Ja? Na, bist du hungrig? Du kannst dir gerne etwas in meinem Topf zubereiten. Okay, dann gib mir mal ein paar Tipps. Öffne deine Tasche, um Zutaten in die Hand zu nehmen und wirf sie in den Topf. Aha. Pass einfach auf, dass die Zutaten zueinander passen. Okay. Mit den richtigen Inkredenzien kannst du sogar Gerichte zubereiten, die deine Ausdauer und alles mögliche bla bla bla. Ansonsten kann ich nur sagen, koche, was das Zeug hält. Eine halbe Portion wie du kann was vertragen. Ja, okay. Dann wollen wir das Kochen nämlich mal angehen. Und zwar als erstes möchte ich jetzt, wir haben hier Edelwild. Wild. Er sagte, Wild gehört zu dem Teller dazu, also nehmen wir das in die Hand. Dann waren Chilis wichtig. Zack. Okay, zwei Stück. Und ich würde den Honig mal versuchen. So, fünf Sachen haben wir jetzt in der Hand, mehr können wir gar nicht in die Hand nehmen. Und dann werfen wir das mal in den Topf. Mal sehen, was dabei rauskommt. Auch wenn es jetzt nicht sein verschollenes Rezept ist, es sollte auf jeden Fall ein gutes Gericht sein. Festtagsgulasch, okay. Das ist also nicht dieser Grillteller, den er meinte. Okay. Aber hier haben wir jetzt das Gulasch, das stellt, oh, warte mal, 6 plus 5 Herzen wieder her. Also eigentlich ein viel zu gutes Essen für jetzt, das bräuchten wir später, wenn wir mehr Herzen haben. Wartet mal, wie war das jetzt nochmal? Rezept. Genau, da kann man drauf gehen. Und dann könnt ihr immer, wenn ihr was gekocht habt und euch nicht merken könnt, wie ihr das hergestellt habt, könnt ihr da nochmal nachgucken, was dazu nötig ist. So könnt ihr ausgezeichnete Rezepte, die viel eurer Gesundheit wiederherstellen, immer leicht nochmal wieder nachschlagen. So, okay, aber ich habe jetzt keine Chilis mehr, also versuchen wir jetzt mal einfach irgendwas... Nee, ich will nicht essen. Was anderes in die Hand zu nehmen und das auch mal zu kochen. So,
Wir haben jetzt einen Pilz. Was ist das? So, Pilz. Dann hauen wir da noch ein bisschen Wild wieder zu. Paar Nüsse vielleicht? Ja. Von der Nuss auch noch. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Zack. Ab da rein. Ich überspringe jetzt mal. Ausdauerfleischspieß mit Pilzen. Seht ihr, da haben wir schon das erste Rezept durch den Ausdauerpilz, den wir da Ausdauerling, haben wir jetzt nämlich ein Rezept, also ein Essen, was uns auch unsere Ausdauer wiederherstellt, hergestellt. So, was wollen wir denn als nächstes kochen? Wir nehmen mal Apfel. Dann nehmen wir eine Frostmelone. Noch ein bisschen Bananen und noch ein bisschen Wildbeeren. Eine Zitterfrucht können wir vielleicht auch noch dazu packen. Zack. Und wir haben ein Kochobst-Maus hergestellt. Schade. Ich habe doch eigentlich jetzt einige Zutaten drin, die eigentlich Kälte als Eigenschaft hatten. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, dass das Rezept leider nicht wirklich eine kühlende Wirkung hat. Aber egal, wir machen jetzt mal was mit Nüssen, Fischen. Machen wir noch ein bisschen Wild rein? Nee. Noch ein bisschen Pilze, so. Eine Zitterfrucht haben wir da auch wieder drin. Mal gucken, was da Schönes rauskommt. Ah! Oh, das schützt uns vor Blitzen oder Elektroattacken. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist auch ein schöner Nebeneffekt. So, wie haben wir das denn eigentlich nochmal hergestellt? Naja, ist ja auch egal. Ihr wisst ja mittlerweile schon, wie man immer nachgucken kann. Und, ja. Auf jeden Fall haben wir da mit 5 Minuten Stromschutz. Und zwar Hyrule Barsch. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Zutat dafür verantwortlich war, dass wir jetzt Blitzschutz haben. Aber egal. Ich habe mich jetzt erstmal als Feuer gepflanzt und würde sagen, wir machen hier jetzt einen Cut für heute. Wir haben heute wieder jede Menge gemacht, Amiibos geöffnet, wir haben ein Boblin-Lager gestürmt, wir haben das Kochen gelernt. Und ja, beim nächsten Mal gucken wir mal, dass wir vielleicht zum nächsten Schrein kommen und wieder einen Schrein in den Angriff nehmen. Denn wir müssen ja auch irgendwann mal die ganzen Schreine auf diesem Plateau fertig kriegen. Außerdem, ihr könnt mir gerne nochmal, falls ihr es wisst, das Rezept für dieses heißen Wildtopf oder wie das da war, heißt, die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich mal versuchen, das zu kochen, in der Hoffnung, dass er mir denn sein Winterwams gibt. Das würde mir auf jeden Fall erleichtern, in das Wintergebiet nachher reinzugehen, wo nämlich auch noch ein Schrein versteckt ist. Also, denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gerne noch eine positive Bewertung da lassen. Wenn ihr wisst, wie dieses Rezept geht, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn ihr neu auf meiner Seite seid, auf meinem Kanal seid, guckt euch gerne ein bisschen um. Wenn euch gefällt, was ihr dort seht, lasst gerne noch ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Cooper der Wolf. Bis dahin. Au. Bye, bye.